Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Road to Goat. Vorletzte Folge des Chaos Goat. Wir quatschen gar nicht lange, gehen direkt in die Matchsuche. Hoffentlich geht es ein bisschen schneller als letztes Mal. Das ging super schnell. Wie immer Timestamps für die drei Matches, die ich heute spiele, in der Beschreibung. Wir spielen gegen Christopher Brown mit 726 Rating. Das ist gar nicht mal so wenig. Und guck mal, wie das Ganze läuft. Ich stehe 5-4 bislang. Das ist nicht sehr gut. Um mit dem Warrior gleichzuziehen, müsste ich jetzt alle 6 verbliebenen Matches gewinnen. Das wird ein bisschen schwierig, wenn man ehrlich ist. Aber schauen wir mal. Es ist sehr, sehr früh am Morgen für mich. Mal gucken, ob das ein Faktor wird. Ja. Das ist eine interessante Hand. Ich könnte jetzt hier Dekuichi setzen und einfach passen. Oder ich spiele Breaker Pass. Ich denke, ich setze hier Dekuichi. Nehme noch das Book mit runter und gebe ab. Ja. Jetzt einen Knock rauszuziehen wäre nicht so verkehrt. Ich habe die beiden Magician of Faith auf der Hand. Leider noch kein wirklich gutes Ziel im Friedhof. Das ist so ein bisschen das Problem. Und mit Breaker kann ich dann vielleicht später was machen. Ich bin dann, oh, das ist gut für mich. Hat mein Gegner hart gebrickt oder was ist jetzt hier gerade passiert? Wir flippen die Dekuichi, ziehen in eine Karte rein. Oh, Dust Shot, dann sehen wir auch gleich, was Dinkner spielt. Jetzt sehe ich keinen Grund mehr, den Breaker aufzubewahren. Außerdem nehme ich den Schaden sehr, sehr gerne. Das ist nämlich echt guter Damage, den wir jetzt hier gleich mitnehmen. 3-3 und sitzen mal direkt in Dust Shot und gucken, was unser Gegner denn so auf der Hand hat. 7 Karten. Wir sehen Secret Barrel Dragon, okay. Scapegoat, wir sehen Blowback Dragon, Blowback, BLS, Tornade, CS, Snatch und Mirror Force. Ich denke, hier schaffen wir den BLS zurück. Ja, das ist definitiv die gefährlichste Karte in seiner Hand. Gut, interessante Hand an seiner Stelle da. Er snatcht hier oder versucht, den Breaker zu snatchen. Gut, dass wir das Book Face Down haben, können wir das gleich verhindern. Er hat jetzt noch Goats und Mirror Force als Karten, die live sind. Ansonsten eine relativ tote Hand. Okay, wir ziehen hier in Rageki Break und ich renne jetzt mal nicht in die Mirror Force, sondern in die Goats. Die kann er jetzt gerne zünden, wird er auch. Okay, bleiben noch 3 übrig. Okay, was ist seine Hand? Die Mirror Force wird face down sein, auf der Hand hat er eine Tornade, einen Blowback Dragon und einen Chaos Sorcerer. Bringt ihm alles gerade relativ wenig. Ich frage mich, was das für ein Deck ist. Also der Blowback Dragon, der irritiert mich ein wenig, bin ich ganz ehrlich. Ich setze hier mal 2 runter und gebe ab. Ich kann die Mirror Force theoretisch... Ich hätte einen Magician Face setzen sollen. Maybe. Gut, jetzt zieht er in seine erste unbekannte Karte. Gucken, was es ist. Monster Gate. Okay, es ist einfach ein Reasoning Gate, oder? Alles klar. Perfekter Top-Deck für ihn, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil er Light Dark Mild, was für seinen Chaos Sorcerer gut ist. Also er kann sich gerade nicht beschweren, wo das, was da gerade passiert. Wenn er jetzt auf den Demog trifft, dann haben wir hier den Gipfel des Bullshits. Gucken wir mal. Oh Gottes Willen, wie kann man so lucky sein? Das geht ja schon mal richtig gut los. Ah, oh, der hat auch noch so einen Storm gemeldet. Ah, oh, das ist echt unverschämt. Er holt die Dimension Fusion, ja klar, weil er den Chaos Sorcerer hat. Oh. Das ist lucky in seinem Part. Eieieiei, er hat ja nichts. Er hat ja wirklich eine komplett tote Hand. Ihr habt es alle gesehen und dann Top-Deck in Monster Gate und in so eine Bombenhand. Ich Rageki breake hier und renne mich von der Card Destruction. Okay, das war richtig dumm. Oh Gott. Er hat eine Dimension Fusion, nicht voll Idiot. Was mache ich denn? Ja, das war stupid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat doch eine Dimension Fusion, das habe ich doch gesehen. Was mache ich denn? Ah! Was ist falsch mit mir? Ja. Oh, wie kann man so gut ziehen? Wie kann man so gut ziehen? Oh, und ich helfe ihm auch noch, weil ich einfach behindert bin. Warum Rageki breake ich da? Das ist so dumm. Die Dimension Fusion hat vorher nichts gemacht.
Ah, das war doof, das war doof, das war doof, das war doof. Ja, guten Morgen an mich selbst. Wie gesagt, es ist früh am Morgen, soll jetzt keine Ausrede sein. Das kann man trotzdem besser machen. Muss man besser machen. Ja, kriege ich jetzt den Demog wieder. Dem habe ich ihm geschenkt, den Demog. Dem habe ich ihm einfach geschenkt. Das war wirklich, wirklich dumm. Ich meine, ich bin immer noch nicht. Was holt er sich wieder? Ja, den Pot, den er gemeldet hat. Okay. Er hat noch einen Blaubeak Dragon auf der Hand. Und er hat noch. Kenne ich noch eine Handkarte? Nee, das müsste es gewesen sein. Ja, die Mirror Frost, die er fest und hatte, klar. Ja, holt den Blaubeak Dragon. Drei Münzen werfen und wenn er zweimal Heads trifft, dann kann er was schießen. Einmal hat er getroffen. Boah, jetzt übertreibt er aber langsam ein bisschen. Demog banished eine Karte, wenn er durch Kampf zerstört. Ich wäre in gar keinem so schlechten Spot, wenn ich nicht einfach dumm gewesen wäre. Naja. Er hätte den Demog sowieso gebanished, weil er den Tribut hätte für den Barrel Dragon. Aber ich habe jetzt einfach auch mein Out. Also ich habe jetzt mit meinem Keybreaker habe ich jetzt einfach ein Out weggeschmissen. Set Mirror Force und Pass und ich ziehe einen Chaos Force, weil ich glaube aber nicht, dass ich Light Dark habe. Nope. Wäre auch zu gut gewesen. Dann hoffe ich einfach mal, dass er jetzt nicht den Blaubeak Dragon trifft. Weil sonst bin ich hier einfach tot. Logischerweise. Aber das ist kein guter Start in die Folge. Das ist kein guter Start. Ja, Blaubeak Dragon. Okay, er darf ihn jetzt nicht resolven. Er targetet das Book. Okay, ich hoffe einfach, dass er kann er überhaupt nicht. Ach, ich dachte, es wäre nur ein Monster. Ja, Target von Card. Ah, oh, Mann. Trifft er den jetzt echt zweimal? Okay. Come on, come on, come on, come on, come on. Mann, das nervt. Ah, das sackt. Das sackt. Vor allem, ah, Demog banished den Mirror. Ah, dann kriege ich nicht. Ah, das sackt. Das sackt, das sackt, das sackt. Ich muss ja die Card Destruction gucken, dass ich irgendwas Gutes damit. Ah, ja, das ist nervig, ja, der banished was, ne? Ja. Ja. Trifft er nicht Heads mit. Er hat. Zerschießt er das Book nicht, kann ich den Demog auf dem Battle. Ja, dann stehe ich einfach viel, viel besser da. Setzt noch zwei runter und gibt ab. Ich ziehe in einem Pot of Greed. Das ist gut hier an der Stelle. Vielleicht komme ich hier doch nochmal raus. Gut, Donnerdrachen. Er ist sehr, sehr gut. Und Snatch Steal. Okay. Okay, gerade kann ich mich nicht beschweren. Das war jetzt ziemlich, ziemlich gut. Eventuell komme ich hier nochmal raus. Erstmal werfen wir den Donnerdrachen ab. Das gibt mir hier zwei Handkarten. Okay. Kennedy. Eine davon ist eine Mirror Force. Also eine von den Facedowns. Könnte versuchen, den Blowback zu snatchen. Versuchen, dann was zu schießen. Eine Facedown potenziell. Ich denke, das versuche ich hier jetzt hier mal, den Blowback zu snatchen. Geht das durch? Es geht durch. Okay, die Claire, ich gehe auf die Mirror Force. So, ich gehe auf die Mirror Force und jetzt gucken wir, ob ich auch so viel Glück habe wie er. Da ist die Münze. Ja. Ja, okay, gut. Das waren Goats. Ich bin blöd. Okay, Mirror Force liegt noch. Ist nicht so unfassbar dramatisch, ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben Light Dark für den CS. Banishen den Breaker, weil ich den Dikuichi vielleicht mit einem Night Asylum zurückholen konnte. So, Prio auf den hier. Okay. Rennen in die potenzielle Mirror Force. Mal gucken, ob er sie zündet. Nein, tut er nicht. Und dann setze ich jetzt hier. Den Magician of Faith. Möchte ich schon Card destructen? Nein. Ich glaube nicht, dass ich nächste Runde. Ich könnte den Backbone lassen, aber ich glaube nicht, dass ich nächste Runde tot bin. Okay. Da bin ich auf jeden Fall gut wieder reingekommen. Hat er noch eine Dimension Fusion? Erstmal kriegt er 1000 Lebenspunkte. Ist nicht so cool. Ah, der Pot Top Deck war schon gut. Und dann in Donnerdach, also das waren gute Top Decks. Dadurch bin ich jetzt wieder im Spiel. Ach, dieses Monster Gate Top Deck von ihm, der war echt insane. Meine Güte. Und dann habe ich ja noch gemisplayed und dadurch bin ich jetzt in dieser super schlechten Position. Hat er Light Dark drin? Nein, er hat nur einen Dark Engrave. Das ist gut.
Hat auch kein gutes Ziel für Monster Reincarnation. Das sieht gut aus gerade. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Ah, das Game 1 noch gewinnen, das wird ja an eine Wunder grenzen. Er hat echt noch eine Dimension Fusion Festung gehabt. Wow. Okay. Diesmal habe ich aber auch ein paar Ziele. Das heißt, ich werde, denke ich, nicht, auf jeden Fall nicht sofort tot sein. Und wir mal hier zwei Monster. Er holt den Demog wieder. Gut, der Demog kann jetzt den Storm holen. Dadurch kriegt er seinen Blowback wieder, aber er tötet mich auf keinen Fall. Ja, weil ich jetzt eben auch noch zwei Monster holen konnte. Das ist gut. Denkt dran, wenn ihr irgendwie Gold spielt gegen Dimension Fusion, ihr selbst dürft die Dimension Fusion auch benutzen. Kann man es schnell mal vergessen. Obwohl, man muss sogar benutzen, ist gar nicht optional. Okay, er nimmt in Kauf, seine Mirror Force zu verlieren. Habe ich hier eine Chance zu verlieren? Ich glaube nicht. Selbst wenn er den Barrel Dragon trifft, bin ich noch nicht tot. Kenne ich noch Handkarten von ihm? Nee, ich kenne keine Handkarten mehr von ihm. So, Barrel Dragon kommt. Hat kein Ziel gewählt, aber ist egal. Tails. Ah, kannst du bitte einmal damit missen? Kannst du einmal damit missen? Oh, ich hätte den Moff gebraucht. Fuck. Mann, das ist doch scheiße. Ja, ich habe auch damit getroffen, aber ich hätte jetzt dreimal mit dem fucking. Scheiße. Aha. Ja, ich kann ja doch verlieren. Okay. Okay, er darf ja für jedes Mal Kopf darf er Monster zerschießen. Okay, wir leben auf jeden Fall noch. Okay, I take it. Ich meine, I take it. Das war jetzt lucky. Genug beschwert hat das gemacht. Okay, wir haben jetzt die Card Destruction. Damit können wir ein paar Karten nachziehen. Das muss aber Bombe sein, was ich jetzt hier nachziehe. Ich habe Light Dark Engrave. Ich kann BLS nachziehen. Okay, komm. Nobleman ist ein guter Top-Deck, weil das ist eine komplett tote Karte. Die werfe ich also gerne mit Card Destruction ab. So. Monster Reincarnation an seiner Stelle, war der Read richtig. So, BLS. 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 Das ist kein BLS. Das hilft mir nicht. Das hilft mir gar nicht in dem Fall. Oh. Das waren keine guten Top-Decks, muss ich leider so sagen. Gerne über einen Go-Token rennen, dann werde ich ja den Gatling auf jeden Fall zerschießen. Das geht nicht anders. Hoffen, dass er den Blowback nicht trifft und sich vielleicht noch einen Turn habe. Ja, ich habe natürlich jetzt auch eine neue Karte gegeben. Ja, Blowback Dragon, komm. Ach, bitte. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ja. Mann! Es ist. Wie kann man vier Blowbacks treffen? Warte mal, ich bin tot, ne? Ich krieg 700. Jetzt kann ich. Aber ja, dann kriege ich 1,6. Das reicht. Das war echt bitter. Das war echt bitter. Alter, aber auch dieses Monster Gate. Into Demog mit Light Dark Mill dazu und Dimension, das war. Meinst du, der hatte nichts? Der hatte gar nichts. Und dann kommt. Oh, der Miracle Top Deck 3000. Ich bin ein bisschen salzig, gerade wie das gelaufen ist. Man merkt es vielleicht. Aber das war auch unreal. Das war wirklich, wirklich unreal einfach. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, okay. Wir bauen Mirror Force, wir bauen einen Tribe rein. Ich glaube, ich hole nur Doria rein. Ja, was holen wir hier raus? Ich fange an, also lassen wir die Last Shots drin. Also es läuft einfach nicht für mich mit diesem Deck. Ich kann es nur immer wieder sagen, es läuft einfach nicht gut für mich mit diesem Deck. Ich weiß auch nicht. Also ich habe ein Misplay gemacht, ja, aber der muss auch nicht direkt gepunished werden. Er kann auch einfach dann nicht aus seinem Brick rausziehen. Naja, das ist ein sehr, sehr guter Start. Den nehme ich auf jeden Fall. Breaker, Dust Shot Pass. Gucken, was er da hat.
Nee, also Chaos Gold ist irgendwie nicht mein Deck in dieser Serie. Was soll ich sagen? Wir sehen Dimension Fusion, wir sehen Meta, wir sehen Reasoning, wir sehen Thought, wir sehen Parshard und wir sehen einen CS. Was soll er denn wegschaffeln? Naheliegende wäre der CS eigentlich. Frage ist, ob der Parshard nicht ein bisschen gefährlicher ist gerade für mich potenziell. Will ich den Parshot wegschaffen? Nee. Jetzt mal der CS zurück. Doch die bessere Karte. Okay, er hat einen Port, er hat ein Reasoning, also er hat genug, um zu treffen. Er portet erst. Wäre Reasoning erst nicht der Play gewesen, weil du mehr gute Monster treffen kannst? Okay. Ich habe Cranes gesehen, ich habe den Blowback gesehen, das Level 6. Jinzo ist auch 6, Pasha hat es 5, hat aber auf der Hand. Ja, chill, ich überlege. Er hat Demog. Wenn er einen Crane trifft, kann er ein Pasha überlegen. Deswegen hatte ich überlegt, den Pasha zurückzumischen, aber ja. Demog ist das Schlimmste, auf jeden Fall. Ja, wir sehen ja auf jeden Fall, Mirrorforce ist weg. Oh, Virus, PLS. Ja, scheint wenig Targets im Deck zu haben, auf jeden Fall. Weil die sind alle unten im Deck. Ja, die Hoffnung, es ist ein Jinzo. Okay, ist ein guter Hit für ihn. Ja, hätte 6 sagen können, auch wegen dem Blowback. Oder ist der Blowback 5? Ich meine, das ist 6. Hätte ich eben drauf gucken müssen. Ja, schade, dass er jetzt das Out getroffen hat, aber was will man machen? 500 Damage. Ich habe die Noblemans nicht rausgebaut. Ich bin ein Vollidiot. Holy shit, bin ich dumm. Ja, ich habe mich verboardet. Oh Gott. Ich sollte nicht so früh am Morgen aufnehmen. Ich sollte definitiv nicht so früh am Morgen aufnehmen. Das ist auf jeden Fall. Das scheint sich nicht zu bewähren. Okay, was hat er noch auf der Hand? Die Goats hat er nachgezogen. Dimension Fusion kenne ich, Metamorphose kenne ich und ein paar Shard. Okay, naja, Metamorphose kommt jetzt auf jeden Fall. Ja, Metamorphose. Okay. Dann muss ich Raigeki breaken hier an der Stelle, weil er den Parshard sonst auch nachlegen kann. Genau, er hat einen Parshard auf der Hand, er hat eine Dimension Fusion auf der Hand, er kann also den Jinzo wiederholen. Und er hat noch eine Metamorphose hat er gerade gespielt. Ja. Okay. Ich habe nichts mehr. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich ziehe eine Grace nach. Kann ich jetzt hier noch nicht zünden. Setz mich nicht unter Druck, brauche ich jetzt hier nicht ballern. Vielleicht ziehe ich was Gutes nach. Crane, Top Deck, okay. Crane bringt, er hat sowieso schon Light Dark, weil er den BLS hat. Ne, er hat keinen Dark tatsächlich. Er hat tatsächlich keinen Dark. Schießen hier den Crane natürlich. Das andere wäre schwachsinnig. Noch ein Dust Shot. Den nehme ich hier auf jeden Fall. Nochmal ein bisschen verlangsamen und nochmal die Hand angucken. Was hast du denn noch auf der Hand? Parshard, Dimension, Fusion, Demog, CS. Okay, ja, ihm fehlt der Dark. Ihm fehlt der Dark, er kann aber den Jinzo zurück, Dimension Fusion, dann hätte er den Dark. Trotzdem muss ich hier den Demog zurückmischen, glaube ich. Muss hier der Demog zurück. Okay. Er muss jetzt hier, glaube ich, Dimension Fusion. Anders bleibt ihm nicht großartig übrig. Ich habe sowieso nichts. Also wundert mich, dass das nicht schon Zug vorher gemacht hat. Sehen wir auch der potenzielle Dark. Oh, ich bin voll Idiot. Er hat, oh, ich bin so doof. Ich bin so dumm. Er hat doch einen Dark. Mit den, ja, das 1000 Eis. Ich spiele wirklich Garbage gerade. Ich spiele richtig, richtig Garbage. Ja, ich muss hier was anderes. Ich spiele richtig, richtig schlecht. Also, ja, ich war richtig, richtig unlucky in Game 1, aber Game 2 geht total auf meine Kappe. Dass ich den Nock drin lasse, das, was ich hier gerade fabriziere, ist nicht, echt nicht gut. Ich ziehe eine Dick Ricci nach, ich ziehe jetzt die Grace. Muss jetzt hoffen, dass ich irgendwas Gutes nachziehe. Ich ziehe in CS. Der ist auf jeden Fall gut, vor allem, weil ich ein Light zum Abwerfen habe. Also trennen wir uns hier von einem Magician of Faith und von der Dick Ricci. Ja, das Problem an der Sache ist leider, Mirrorforce ist raus.
Ich kann ihn hier nicht banishen, weil er eine Dimension Fusion hat. Das ist das Problem. Vielleicht ist die auch. Ne, die ist nicht fest und ich habe hier Warhand gesehen. Deswegen greifen wir hier für 400 an. Er hat jetzt noch. Was hat er jetzt noch auf der Hand? Ich kenne jetzt nur noch die Dimension Fusion aus seiner Hand. Aber die kann er jetzt zünden. Ja. Monster Gate. Ah, guter Topdeck an seiner Stelle. Brauchen wir die Tornado-Bände stellen. Ich habe ihm so einen Demog zurückgeschaffelt. Kann sogar sein, dass das einzige Ziel jetzt noch im Deck ist. Das ist ein Crane. Okay. I don't like this. Zieht in die Grace nach, zieht da sehr, sehr wahrscheinlich den Demog nach und dann ist, denke ich, einfach Game. Weil der Mansion Fusion der, dann tributet er den Demog drüber und dann mache ich auch nichts mehr. Ja, das wird unser fünfter Lose. Tatsächlich. Damit, ja, damit wird Chaos Code auf jeden Fall das schlechteste Deck bis jetzt. Also also irgendwie ist aber auch, also Game 1 war unverschämt. Also wie er sich da raustopdeckt aus seinem kompletten Brick. Das war ja wirklich ein kompletter Brick. Der hatte gar nichts. Und dann trifft er jeden Blowback und, nee. Einfach nur nee. Einfach nur nee. Einfach nur nee. Er muss noch eine Karte abwerfen. Er hat gerade nur die TT abgeworfen. Ja, er hat nur die TT abgeworfen. Von einer Karte muss er sich noch trennen. Er trennt sich noch von Decree. Weiß ich jetzt, was da Facedown liegt. Sehr, sehr wahrscheinlich. Er hat. BLS ist nicht mehr im Deck. Er hat vielleicht noch einen Chaos Sorcerer. Also wenn er den Demog nachgezogen hat, müsste das Game sein, weil sein Mansion Fusion der jetzt hier einfach. Er hat noch ein CS nachgezogen, das ist gut für ihn. Ja. Gibt es einen Effekt hier? Boah, er hat auch noch einen Snatch. Ja gut, er ist so deep in seinem Deck. Aber dann lebe ich den Turn auf jeden Fall noch. Ja. Okay, ich bin noch nicht raus aus dem Match. Ich könnte jetzt hier noch was. Ja, selber schuld. Was lasse ich dir auch drin? Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm, dass ich hier die Nox drin hatte. Das war einfach ein Gefühl. Ja, einfach schuld, dass ich die Nox hier drin lasse. Das ist einfach nur dumm. Ich topdecke den BLS. I take it. Nein, tue ich nicht, weil ich kein Light und Grace habe. Was ist denn jetzt sein Problem? Okay. Ja. Gegner war wegen der Lebenspunkte verwirrt, aber ja, es mattert nicht. Ich habe kein Light im Grave. Schade. Ja. Bitteres, gell? Mein Kommentar ist gerade auch wieder schlecht, aber was soll ich dazu sagen? Ich bin frustriert. Ich bin richtig, richtig, richtig frustriert, weil er einfach Game 1 so unfassbar laggt und ich in Game 2 so scheiße. Warum lasse ich die Nox drin? Das hat auch wieder so das Ding mit mir. Auch gerade jetzt gerade mit dem Chaos Call. Ja, ich mache den Fehler. Ich lasse die Nox drin. Ist dämlich. Trotzdem muss ich ja nicht beide ziehen, wenn ich 15 Karten deep im Deck bin. Das muss halt ja trotzdem nicht sein. Aber ich werde halt für jeden kleinen Scheiß, den ich mache, instant gepunished. Und das nervt so sehr, dass ich ja direkt den Punish kriege. Er banisht einen Gold Token. Okay. Banisht noch einen Gold Token, damit er jetzt Dimension Fusion kann. Ist in Ordnung. Es hat aber zwei Angriffe dadurch abgegeben, ne? Gibt es irgendein Szenario, wo ich das noch lebe? Ich meine, ich sehe es nicht, aber kann ja eigentlich nicht. Warum lässt er mich am Leben? Also, ist bei Dimension Fusion, ja gut, aber ich kann mir auch zurück. Ich lebe! Oh mein Gott, Donnerdrache Topdecke. Ja, wird halt auch nicht gepunished, wenn mein Gegner missplayt. Das ist, ich krieg 1000 Lebenspunkte. Das ist echt doof. Never punish. Boah, jetzt ein Donnerdrache-Topdeck wäre Gold gewesen. Ja. Warum tötet er mich nicht einfach? Er hat doch eigentlich genug Möglichkeiten dafür. Er hätte auch den Paschad zurück der Menschen fusion können. Ja, jetzt geht er für Game. Nee, geht aber wieder nicht. Oh Gott, warum finisht er mich nicht? Was ist denn falsch mit ihm?
Ah, oh Gott, wie er mich einfach nicht finisht und wie er einfach nicht dafür gepunished wird. Er hat es natürlich schlecht, dass ich den Knock gesetzt habe. Ringt er den CS und Drawface. Ja, dann ist Game. Ah, Leute. Leute, 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 Leute. Was soll ich dazu sagen? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Einfach ins nächste Match gehen. Wir stehen 5-5. Wir spielen gegen Zealot 347 mit 5,5 Rating. Ich bin richtig, richtig frustriert und traurig und salzig und einfach alles. Ah, Gegner hat kein extra Deck. Okay. Denken wir nicht so viel drüber nach. Die Hand ist einfach nur amazing. Ist einfach nur unfassbar, unfassbar gut, die ich hier gerade habe. Bot. Das ist so eine gute Hand. Into Duo. Danach ist der Dust Shot immer noch live. Oh Mann, 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 Mann. 1, 2, 3, 4. Ja, er shuffelt nochmal, das ist in Ordnung. Was ziehen wir raus? Ein Kaiku. Okay, das könnte ein Beatdown-Deck sein. Das ist ein Warrior. Okay. Mein Gegner spielt Warrior. Dann normeln wir hier einfach den Sangan. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht über Mangel an Dust-Schutz beschweren. Heute. Die habe ich auf jeden Fall oft genug, aber irgendwie bringt mir das nichts. Ja. Ja, er kommentiert den Dust Shoot. Hat er kein Monster mehr auf der Hand? Doch, hat er noch. MST, Burial und Dust. Okay, mein Gegner hat nichts. Das ist gut. Wenn ich ihm jetzt den Kaiku rausziehe, MST er wahrscheinlich jetzt einfach das Regiki Break. Okay, ich habe leider nicht viel, um Druck zu machen. Das ist schade, weil er wirklich gerade gar nichts hat. Jetzt hat er noch einen Dust Tornado und einen Burial. Ah, warte mal, Burial ist gar nicht tot. Upsi. Ja, irgendwie dachte ich, ja, ich habe die ja aus der Hand. Okay, er kann sich jetzt hier einen Kaiku holen. Tut er auch? Okay. Er hat jetzt nur noch einen Dust Tornado auf der Hand. Klar, läuft über den Sangan. Logisch, ich kriege den Search. Er banisht nichts aus meinem Friedhof, was eine interessante Entscheidung ist auf jeden Fall. Was möchte ich jetzt hier holen? Ich glaube, ich hole mir hier den Spy. Spy ist eine super, super Karte gegen Warrior. Ich muss es wissen. Ich weiß, wie ätzend das Ding ist. Ja. Ich weiß, wie ätzend das Ding ist. Und Warrior kann da wirklich wenig gegen machen, außer er toppt jetzt den Level 2er oder zieht den Knock, aber dann ist es so. Genau. Er greift sogar rein ein. Das ist sehr, sehr gut. Spy-Effekt. Und jetzt sind wir hier in einer sehr, sehr guten Position. Gucken, wann ich den Dust rausziehe. Das Book wollte ich jetzt noch behalten. Damit kann ich vor allen Dingen auch seinen Kaiku outen. Er setzt ein Monster? Im Warrior? Ich bin irritiert, wie man mir vielleicht ansieht. Was für ein Monster setzt man denn im Warrior? Ich nehme erstmal seinen Kaiku, weil der nervt. Oder ist das ein Warrior, was Magician of Faith maint? Was irgendwie interessant wäre. Gut. Ich setze noch einen Dekuichi. Das ist noch ein potenzieller Draw. Haben jetzt hier seinen Kaiku genommen. Also was setzt Warrior? Ist das ein Serpent? Das sind die Warrior Lady. Okay, warum auch immer er die setzt, damit er meinen Knock live macht, ist interessant. Ich wäre dafür gepunished worden. Ihr habt das in meinen Warrior vorhin gesehen. Der Gegner wird dafür nicht gepunished. Natürlich nicht. Ah, flip some Dekuichi. Declare, draw one. Okay, wir kennen den Dust Tornado bei meinem Gegner. Der ist bekannt. Okay, set Knight is silent. Jetzt setze ich zwei Backrow. Kann er mir eine von Dusten? Das ist in Ordnung. Lieber den TT tatsächlich. Er wirft einfach eine Münze. Er lässt es also offen und er trifft das Regigi Break. Schade, das hätte ich gerne behalten, wobei TT auch keine schlechte Karte ist. Wenn er jetzt noch Monster normal, dann kann ich auch einfach TT tatsächlich. Warte. Das muss ich jetzt mal bedenken. Möchte ich hier TT'en? Nein. Möchte ich nicht. Mein Feld ist nicht genug. Hier zu TT'en wäre Schwachsinn. Tatsächlich. Ja, er geht über den Quichi. Das ist in Ordnung. Nein, hier TT lohnt sich hier überhaupt nicht. Ich krieg sowieso ein Monster von ihm weg. Der Spy liegt auch immer noch und macht ihm Probleme. Nein, das Talent nimmt jetzt hier die Warrior Lady. Möchte auch nicht banishen. Okay. Kann jetzt auch die Serpent setzen. Ich ziehe noch einen Knight of Silence. Ja, ich hätte vielleicht lieber
den Blade Knight schießen sollen, weil der jetzt natürlich Flip-Effekte negiert, weil er jetzt das einzige Monster ist. War vielleicht nicht der ideale Play. Aber man sieht auch, was für ein gutes Matchup Warrior wirklich gegen Chaos hat, weil ich meine, ich habe ihm alles genommen und trotzdem ist er mehr oder weniger noch im Spiel. Okay. Das vertue ich jetzt hier aber. Das ist okay. Verliert er noch ein Monster, er hat nur noch eine Facedown. Ich ziehe jetzt natürlich hier den Dust-Shot, der gar nichts macht. Den hätte ich jetzt gerne dusten lassen. Okay. Setzen hier die Musician of Faith. Wenn der durchkommt, dann kann ich mir wieder ein bisschen was recyceln. Ich habe schon irgendwas. Ja, ich habe den Pot im Grave, genau. Duo wusste ich, aber Pot habe ich auch gezündet. Ah, natürlich top deckt er den Level 2er. Klar, okay, kann man machen. Das war ziemlich, ziemlich wichtig für ihn. Also hätte er den nicht getoppt, hätte ich jetzt hier wahrscheinlich. Ja, so bleibt das Ding offen. Ärgerlich. Ja, es läuft nicht, es läuft nicht. Selbst wenn es gut läuft, läuft es nicht. Was soll ich sagen? Aber die Serpent bringt mir Zeit. Toppt der jetzt den Don? Don bringt ihm gar nichts in dem Moment. Weil ich einfach Night of Silence und Doppel Donner nochmal verhandelt habe. Er geht in die Battle Phase. Ich checke einmal, ob die Aufnahme läuft. Sieht alles gut aus. Ja, greift über die Serpent an. Kriege ich ja gleich wieder. Behält noch was in der Hand und ich ziehe in den Spy. Den ich jetzt hier normen werde, weil ich keinen Bock auf den Level 2er habe. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Normal Spy. Attack. Sakurai-Rüstung. Okay, haben wir die aber auch rausgezogen. Ist in Ordnung. Sind jetzt verwundbar für ein bisschen Damage von ihm. Was hat er? Das hält er auf der Hand. Komisch. Das Warrior etwas nicht direkt runtersetzt, vor allem in so einem Game State. Klar, Angst vor Storm. Okay, noch ein Monster, was über. Ich ziehe eine Card Destruction. Ja, also mit der Hand. Bester Top-Deck im Game gerade für mich. Holy shit. Das war gut. Das war ein guter Top-Deck. Snatch erwischen wir bei ihm und eine Exile Force. Okay, wir erwischen sogar gute Karten bei ihm. So, 1, 2, 3, 4. Dann triggern wir noch den Knight Assailant und holen uns einen anderen Knight Assailant aus dem Grave. Ja, der Top-Deck war amazing. Da brauche ich auch gar nicht drum herum reden. Das war richtig, richtig gut. Also das Game müsste, also es darf eigentlich nur meins sein. Ich bin so far ahead. Wenn er hier stormt, ist das fein. Das wird es eh wahrscheinlich für den restlichen Spiel tot, weil ich meine, jetzt da drei Karten, aber viel mehr wird er im Laufe des Spiels, denke ich, nicht haben. Er setzt zwei runter, gibt einfach ab. Ich ziehe ihn noch ein Book und er Dust shottet. Das ist okay. Ich bin so weit vorne. Das ist total in Ordnung. Das ist eine Karte, die er weniger hat und ich habe so viele Karten. Alles gut. Okay. Er nimmt mir den Magician of Faith. Er hätte sich jetzt ärgerlich, wenn seine letzte Facedown Goats wäre, aber Goats spielt man ja zumindest nicht im Main Deck. Im Warrior. So, ich hole mir die Serpent wieder. Hat er jetzt noch Mind Crush Facedown? Das könnte sein. Ein Ring ist das. Okay, bucke ich hier an der Stelle? Ja, bucke ich hier an der Stelle. Dann flippen wir den wieder auf, gehen für 1-6. Nehmen natürlich das Book von der Hand, weil er das Book auf der Hand gesehen hat und das Book Face Down nicht. Sonst hätte man das Book Face Down genommen, auch wegen Storm, aber so einfach Informationen. Er setzt 2, gibt ab, ich ziehe in den Ring, das ist gut. Flip Dekuichi, Declare, ich glaube, muss man nicht, dass er das zollen möchte. Ziehe ich ihn ein, ich ziehe ihn BLS rein. Natürlich habe ich Light Dark, aber ich laufe jetzt ja erstmal in die potenzielle Mirror Force. Ja, da ist er. Bucke hier noch die Dekuichi. Ist auf jeden Fall ein guter Play, würde ich sagen. Settering und Pass. Ich habe noch den BLS auf der Hand, aber ich kann jetzt ganz in Ruhe für eine Backrow spielen. Ich bin so weit vorne. Er topdeckt in Rote, aber selbst das war einer der besten Topdecks, die er hat. Aber ich meine, ich habe den Ring, alles gut. Und jetzt vermutlich ein Blade Knight. Ja, ist der Blade Knight. Nachvollziehbar und komplett fein. Hat er noch einen Solemn Facedown, aber selbst das wird ihm nichts bringen. Ich habe BLS. Also Game 1 muss eigentlich meins sein hier an der Stelle. Scheint zu überlegen.
Nee, wohl auch nicht. So, bei 2000 Blade Knight geht. Gucken, ob die Face Door noch was bringt. Ich ziehe noch eine Dekuichi. Flip. Ziehe eine. Da ist der Heavy Storm und damit muss ich mir auch. Muss ich, sonst hätte ich gerade geguckt, ob da ein TT raus ist, aber das ist jetzt auch komplett egal. Wenn ich jetzt hier einfach stormen kann. Da ist der TT gewesen. Nochmal Dekuichi. Brauche jetzt ja gar nicht den BLS revealen. Und das ist Game 1. 1-4, 1-4. Okay. Game 1 gegen Warrior ist wichtig. Ist wichtig. Ist nämlich echt kein gutes Matchup. Gut, Doppelkinetik geht rein. Alles an Sparrow Trap Removal geht rein. Ich gebe mir jetzt die Info, weil warum nicht? Fragt, ob ich Sorcerer oder BLS auf der Hand hatte. Und ja, hatte den BLS auf der Hand. Warum auch immer er die Informationen jetzt wissen möchte. Okay. Tribe ist noch eine gute Karte. So, erstmal jetzt die Nox rausboarden. Wir gehen nicht first, also die Dust-Shots rausboarden. Ja, hat er wirklich hart gemisplayed? Fragt, ob er zu sehr gemisplayt hat, aber eigentlich hatte er nach dem ersten Zug keine Chance mehr. Weil ich einfach, das war, ja, es war zu stark von mir und er hatte zu wenig dafür. Okay, die Noblemans gehen raus. Dann nehme ich, ich glaube, hier die Dekuichis raus, tatsächlich. Ein paar Flipmonster. Möchte ich eine Doria spielen? Ich möchte eine Doria spielen. Ich glaube, ich möchte noch einen Kaiku reinbringen. Na, machen wir es so. Nehmen wir den Kaiku lieber raus. Gegner sagt gerade, dass Leute hier ganz schön salzig werden auf der Seite. Und ich meine nur, ja, habe ich schon miterlebt und zwar von beiden Seiten. Und er sagt same. Okay, sympathischer Typ auf jeden Fall. Trotzdem will ich ihn nicht gewinnen. Sonst will ich nicht gegen ihn verlieren. Okay, er graced. Guter Start für ihn. Wir haben leider drei Flip-Effekt-Monster. Ich meine, ich habe gerade so viel. Er wirft den Donner ab, okay. Und einen Kaiku. Ich habe gerade so viele Flip-Effekt-Monster rausgebaut, jetzt habe ich trotzdem drei Starthand. Das ist nicht das, was ich möchte. Zwei Face-Down. Ich denke, da wird jetzt ein Dust-Shot kommen. Drei, ja, dann ist auf jeden Fall ein Dust-Shot dabei. Z-Monster. Hat er Magician of Faith geboardet? Wäre naheliegend. Okay, kommt das von ihm. Anything, nein. Ja, ich denke, da liegt ein Magician of Faith, den er reingeboardet hat. Ich meine, wenn ihr meine Folgen gesehen habt, wisst ihr, das habe ich ja selber im Warrior auch gemacht. Ist eine nachvollziehbare Strategie. Ich fange jetzt hier mit dem Knight Assassin Set an, weil der Spy wichtiger ist und ich jetzt erstmal einen hoffentlichen Knock damit rausziehe. Setze Dust und Book und er hat MST und trifft da lieber das Book tatsächlich. Leider den Dust. Schade. Okay, er hat sehr wahrscheinlich einen Solemn Facedown, weil sonst hätte er nicht drei gesetzt. Ich denke nicht, dass er einfach hart gegen. Ja, okay, da ist der Knock. Habe ich in dem Moment alles richtig gemacht, weil ich den Spy, wie gesagt, lieber gegen ihn habe als den Knight of Silent. Da ist der zweite Knight of Silent. Den hat er zumindest nicht reingebordet an seiner Stelle. Hätte mich auch gewundert. Call, ja, auf den Don. Deswegen hat er den Don abgeworfen. Das war nachvollziehbar. Okay. Flippt jetzt hier wieder eine Divi Warrior Lady? Ja, flippt einfach wieder eine Divi Warrior Lady. Die setzt er anscheinend gerne. Was ist mir mehr wert? Meine Hand oder mein Book? Ich glaube tatsächlich mein Book. Ja, dann ziehe ich mir eine raus. Ist in Ordnung. Nein, alles gut. Nehmen wir einfach eine Handkarte. Am liebsten hätte ich hier, wenn er den Moff trifft. Ah, er trifft eine Kinetik. Das ist unfortunate. Den hätte ich gerne behalten. Was will man machen? Ich bin das Risiko eingegangen. Ich hätte nämlich auch einfach, ich hoffe, er hat nicht noch einen Knock. Ich hätte auch einfach booken können, aber wie gesagt, das Book, gerade jetzt, wo ich auf den Flip angewiesen bin, ist mir das Book lieber, weil wenn er jetzt ein Level 2 oder so nachlegt, oder Blade Knight bringt ihm nichts in dem Spot. Okay. Man sieht, dass so eine gute Karte Spy einfach gegen Warrior ist. Es ist insane. Ihr habt das ja aus meiner Sicht erlebt, als ich Warrior gespielt habe. Es ist manchmal so schwer, an Spies vorbeizukommen. Man spielt ja Suskus, das haben wir in Game 1 gesehen. Er kann mir jetzt einen Spy nehmen mit einer Warrior Lady. Zweifel, dass er das tun wird. Macht er tatsächlich. Das ist interessant.
Ja, gut, ich meine, er muss Druck machen. Er hat wirklich großen Vorteil jetzt und die Spice nerven ihn total. Ich ziehe innen CS. Ich habe weder Light noch Dark im Friedhof. Das ist also gerade nicht so optimal. Setzen den Sangern. Kann ich mir einen guten Search holen? Der kann wichtig sein. Ersetzt wieder nur was. Snatch den Spy. Book. Ich denke mal, Solemn der, oder? Ich würde das Solemn, glaube ich, an seiner Stelle. Denkt drüber nach. Er denkt drüber nach. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen jetzt auch schnell gebuckt. Ja, weil ich nicht wollte, dass er Solemnt, weil das Solemn extrem gut ist, gerade für ihn. Ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, dass das macht. Das Book wäre unfassbar gut für mich gewesen. Dementsprechend ist das Solemn halt für ihn einfach richtig krass gerade. Okay. Tatsächlich kriege ich jetzt einen Sangan-Search. Ich suche mir jetzt noch ein Light. Oder die Serpent. Oder die Serpent. Ist irgendwas anderes Cooles, was ich. Das Ding ist, wenn er mir jetzt den Magician of Faith von der Hand zieht. Ich suche mir jetzt hier noch den, weil wenn er den trifft, sieht's gut aus, weil ich dann den CS holen kann. 1-4, bitte trifft nicht den CS. Bitte, nicht den CS. Okay, dann wirft einfach gar nichts ab. Auch interessant. Smart, weil er gesehen hat, dass ich mir das Light gesucht habe. Okay, das war nicht dumm. Das war nicht blöd von ihm tatsächlich. Ja, weil er weiß, mir fehlt das Light. Das war echt nicht dum von ihm. Okay, ein Gegner hat was auf dem Kasten. Ah, denn das für Regiki Break. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist nicht so cool. Ah, das Solemn war gut. Das Solemn war sehr, sehr gut. War auch richtig, dass es gezündet hat. Ich lebe jetzt hier noch eine Runde. Magician of Faith holt mir hier das Book auf die Hand. Jetzt habe ich auch Light Dark im Grave. Jetzt wird er natürlich versuchen, mir wahrscheinlich das Chaosmonster von der Hand zu ziehen. Die Chance geht jetzt auch ganz gut. 1-4, ich lebe gerade noch so. Das ist close. Ja, bitte nicht in CS. Please don't, please don't, please don't, please don't. Ja, welche ist es? Natürlich. Natürlich der CS. Come on, ey. Es soll einfach nicht sein. Also, was soll ich machen? Mann, 1 zu 3. Beide anderen Karten sind total fein. Den CS darf er nicht treffen. Das ist scheiße, ist das. Okay, ich meine, ich habe den Kinetic. Der rettet mich potenziell hier noch eine Runde. Und ich profitiere auch gerade sehr von dem Snatch-Stil, der mir jede Runde Lebenspunkte gibt. Ach, Mann. Das ist uncool. Das ist wirklich, wirklich uncool. Ich hoffe, er zieht kein Out. Er wird immer noch einen Solemn Down haben, sonst hat er nicht so viel Set gegen potenziellen Storm. Er setzt noch was. Okay. Der Kinetic hält mich jetzt im Spiel tatsächlich. Ja, der Kinetic hält mich im Spiel, kriegt guten Schaden gerade. 1,8 Damage. Den nehme ich gerne auf ihm tatsächlich. Okay, ja, die 1,8 nehme ich echt gerne. Boah. Okay, wir haben es noch nicht verloren. Wir haben es noch nicht verloren. Der Kinetic hält mich jetzt erstmal im Spiel. Man sieht das übliche Warrior-Problem, dass ja, an starken Deathmonstern vorbeikommen, ist halt einfach ein Problem für das Deck. Okay, wir setzen hier Rageki Break. Ich habe doch eh noch kein Ziel für Magician of Faith in der Hand, deswegen. Aber ich könnte jetzt ja potenziell auch das Snatch breaken irgendwann, um mir den Spy and Death wieder zu holen. Das ist, glaube ich, gar nicht so bad. Ja, er muss jetzt erstmal an dem offenen Kinetic vorbeikommen. Also es ist, ich kenne das ja selber. Ich kenne den Struggle selbst. Ich habe Warrior lange genug gespielt. Der war dabei. Dieses an einem Monster mit viel Death, was offen liegt, vorbeizukommen, ist echt nicht einfach. Deswegen spiele ich. Er schaut gerade, dass er struggelt. Ich kenne das, also ich spiele sehr viel Warrior. So, und das Schöne ist,
dass ich langsam auch dank seines Snatches aus der gefährlichen Range rauskomme. Diese 1000 Punkte jede Runde, die sind echt gut gerade. Ich setze hier den Nidoria, weil warum nicht? Ja, nehme ich nochmal Monster von ihm vom Feld potenziell. Vielleicht nehme ich ihn dann auch einfach. Ha, da ist der Sasuke, da ist der Sasuke. Da ist der Sasuke. Okay, er hat leider ein Urteil Facedown, das ist doof. So, jetzt muss ich hier den Sasuke Rageki breaken. Das wird er urteilen. Ja, ja, das urteilt er sofort. Das ist okay. Ja. Thinking. Break was on. Ich denke jetzt gerade nach, ob ich jetzt im Battle Step, also das Rageki Break war on the Tactic Duration, das heißt, ich kann jetzt im Battle Step, könnte ich jetzt hier seinen Sasuke booken. Und ich überlege, ob ich das mache, und das mache ich tatsächlich auch. Weil dann kann ich, dann rennt er jetzt über meine Doria rüber und der Nidoria kann den Sasuke poppen. Und dann fehlt ihm weiterhin das Out gegen den Kinetic. Ah, er rennt nicht in den Nidoria, aber ich kann den gleich suiciden. Ich kann zumindest versuchen, ihn zu suiciden. Ja, ich kann auch versuchen, auf Game zu gehen, theoretisch. Erstmal kriege ich wieder 1000 Lebenspunkte hier. So, wie gesagt, wir kommen langsam in eine gute Range. Okay, das Ding ist, er darf jetzt halt keine Mirror Force haben. Masako tut mir auch weh. Das ist tricky jetzt. Das ist tricky. Obwohl gar nicht mal so. Nee, das ist total fein eigentlich. Ich flippe jetzt hier den Nidoria. Ich kann sogar einfach über seinen Sasuke rüberlaufen. Der hat nur 800 Def. Versuche über seinen Sasuke zu laufen. Ja, das klappt sogar. Schön. Selbst wenn das heißt, ich hätte wahrscheinlich Game gehabt, aber egal. Das heißt, wenn er das gesackt hätte, hätte ich einfach Kinetic in Angriff drehen können. Genau. Hat er Light Dark im Grave? Ah, er hat jetzt Light Dark im Grave. Nein, er hat den BLS. Ah, der rettet ihn natürlich. Ah, das ist ärgerlich. Der BLS rettet ihn hier an der Stelle. Er hat nun CS, okay. CS banished den Cypher Soldier, ja, okay. Er hat wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, ich hätte einfach für Game gehen können. Habe ich mich nicht getraut. War ein bisschen feige. Naja, er doubled jetzt mit dem Spy wahrscheinlich, damit ich... Nee, tut er nicht. Okay. 800, New Doria geht und ich schieße den Blade, oder den CS. Nee, ich schieße den CS hier. Der ist auf jeden Fall nerviger. Okay. Ja, er nimmt mir die Serpent und geht für 1-2 direkt. Ich hätte, glaube ich, sogar mit dem Spy gedoubled, weil die 1000 Lebenspunkte jede Runde kriege ich ja weiterhin. Halten mich auch weiterhin im Spiel, aber er hat jetzt auch einen Solemn und ich ziehe einen Tribe. Ja, er hat einen Solemn Face Down. Ich meine, das ist logisch. Na, ich bin sogar so tot, ey, weil ich die Serpent habe. Muss es probieren. Ah, er hat das tote Sonne. Ich frage ihn gerade, ob ich mit Kinetik angegriffen hätte. Ich, ja, verdammt. Ah, ja. Ich hätte einfach mit Kinetik angreifen können. Wäre Game gewesen. Habe ich nicht getraut. Hab die Quittung bekommen. Hätte das Risiko gehen müssen eigentlich. Ich lag einzeln vorne, wenn ich einfach das Match gegen ein schwieriges Matchup, ja. Ich habe es geahnt, weil er seine Monster Death gedreht hat. Zu einem Punkt, dass er nichts gegen Kinetic Angriff hat. Und der wäre ja einfach Game gewesen in dem Spot. Ja, das war nicht gut von mir. Triple Solemn ist halt auch einfach hart. Ja. Okay, ändere ich was an Bord. Ich kann die Dust Shots wieder reinnehmen, weil ich anfange. Obwohl Dust Shots, ne, die ist nur gut, wenn ich die First Turn habe. Dann lasse ich es lieber. Aber ein gutes Game. Das ist echt ein gutes Game. Es ist ein guter Gegner. Und es ist eng. Also ja,
Gucken wir mal, ob wir wieder ein gutes Opening haben. Das wäre wichtig. Ein sehr gutes Opening. Wir haben ein sehr, sehr gutes Opening hier an der Stelle. Oh ja. Ja, er sagt, dass es wirklich ein gutes Spiel ist bis jetzt. Ist es wirklich? Entschuldige mich dafür, dass ich wieder Duo Start habe. Ist halt unverschämt. Was ziehen wir in aus der Hand? Was Gutes? Oh, Grace. Ja, okay. Das war lucky an von meinem Part hier. Er wirft noch einen Dust ab. Okay. Breaker Pass, ein schöner Zug. Ich mag Breaker Pass. Guck mal, er hat so noch vier Karten, ob er da was gegen machen kann. Er hat den Pot. Okay. Gute Möglichkeit für ihn zurückzukommen hier an der Stelle. Roter. Das heißt, der kann sich einen Breakout suchen. Das ist gut. Oder er hat jetzt Smashing und holt sich einen Don. Das ist natürlich richtig gut. Könnte sich rächen und versuchen, mir die Grace zu ziehen. Nee, er holt sich einfach Exile Force, also einfach das Breaker out. Das ist total in Ordnung. Nimmt den Breaker. Setzt noch zwei Facedowns. Hat er kein Monster mehr. Ich ziehe Night is Silent und da ist der Dust Shot. Okay, bitteschön, guck dir meine Hand an. Ich denke mal, jetzt zieht mir den Tribe raus hier an der Stelle. Das wäre, glaube ich, das Logischste. Ich denke, ich grace danach. Ja. Ich habe zwar nichts Tolles zum Abwerfen, aber dann kennt er auch Teile meiner Hand nicht mehr. Das ist wichtig. Er nimmt mir den Night of Silence. Okay. Grace ich dann überhaupt, ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ja, doch. Doch, 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 doch. Grace hier. Wie gesagt, er kennt jetzt meine ganze Hand. Ich kann jetzt zwei von den alten Karten quasi discarden. Ja, wir ziehen gut nach. Also ich werfe hier einen Bug ab, vor allem, weil ich jetzt ein zweites nachgezogen habe und weil er das jetzt nicht mehr kennt. Storme ich ihn jetzt hier? Doch, ich storme ihn jetzt hier und trenne mich dann von dem Raigeki Break. Ja, dann storme ich hier. Ich spiele jetzt das Grind Game, was eigentlich die beste Idee ist gegen Warrior, aber was hat er Face Down? Das gerade noch überlegt. Er hat wirklich Solemn Face Down gehabt, okay. Ein Solemn raus, beschwere ich mich nicht drüber. 1-6 und ich spiele jetzt in den Storm rein. Ja, ich spiele in den Storm rein, das ist nicht ganz ideal. Aber ja, wenn er jetzt einen Storm hat, okay, ich werde nicht gepunished, aber das wäre böse gewesen, noch mit den Kaiku. In Ordnung, gucken, ob er angreift. Das mattert überhaupt nicht, weil ich sowieso das Buch habe. Also es ist komplett egal, ob er jetzt sich hier traut anzugreifen oder nicht. Ich bin in einem guten Spot. Aber ich darf jetzt nicht zu lange in dem Beatdown-State. Was überlegt er? Ah. Ja, er greift an. Ja, ich darf jetzt nicht zu lange in dem Beatdown-State bleiben, weil das verliere ich. Beatdown verliere ich gegen Warrior auf jeden Fall. Gut, wir dusten jetzt hier die Backrow. Das ist ein eigener Dust-Tornado gewesen. Ich ziehe eine Tomate, was ein toller Top-Deck ist. Ja. 1-4, 1-6. Okay. Ich meine, ich bin im Beatdown-State gegen Warrior, das will ich eigentlich nicht sein. Habe ich mich aber selbst irgendwie rein manipuliert. Das meine ich damit, dass mein Spielstil vielleicht einfach nicht so gut ist für Chaos Gold. Das hätte man vielleicht auch anders spielen können. Aber ja, die beiden Monster sind eigentlich ganz, ganz decent gerade. Weiß ich, ob er ein Monster hat, der hat noch einen Blade Knight, okay. Das meine ich, also Beatdown gegen Warriors ist eigentlich total bla. Greift hier in den Tribe an. Kriege 400 und ich ziehe in den CS. Ich habe kein Light. Ich habe kein Light, ich habe kein Light, ich habe kein Light. Mein Gegner weiß, dass ich einen Chaos Monster getopdeckt habe, weil ich meinen Friedhof gucke und dann einfach passe. Das ist ziemlich offensichtlich. Okay. Ja, das ist halt das Problem, Beatdown Street gegen Warrior. Das war halt auch nicht gut gespielt von mir. Er passt. Okay, und ich ziehe einen Kinetic. Ich ziehe hier in den Kinetic. Wie möchte ich das spielen? Ah komm, ich versuch's. Ich versuch's. Ich hab mich eben nicht getraut, jetzt traue ich mich. Wenn ich in die Saku renne, renne ich in die Saku. Kann Solemn sein. Ja, ich versuch's, mein Gott. Ja, es klappt. Okay, war auf jeden Fall richtig.
Und ja, jetzt bin ich wieder in einer extrem guten Position. Er scheint auch nicht so viele Battle Traps zu spielen wie ich in meinem Deck. Dafür hat er halt Solemns und Dust Shots. Breaker ist eine tolle Antwort gegen Kinetic. Wahrscheinlich ein Top-Deck gewesen. Ja. Tolle Antwort für ihn an der Stelle. Was soll man dazu sagen? Lucky. Was jetzt Lucky wäre, wäre ein Donnerdrache Top-Deck. Rageki Break. Es ist. Na. Ich Rageki Break hier setzen? Nein. Okay, ich bin noch in einer ganz guten Position. Das Deck ist ja nicht gerade so bekannt, so Dekan, das Warrior, also kann ich hier auch ein bisschen passiver spielen. Okay. Und jetzt bekomme ich. Und da ist der Donnerdrache Top-Deck. Okay, da ist er. Da kommt er wirklich. Das ist sehr, sehr gut. Okay, Donnerdrache. Donnerdrache. Also er hat keine Mirror Force Face Down, weil die Mirror Force hätte er, glaube ich, gezündet. Glaube ich. Das heißt, ich kann hier versuchen, nee, auf Game kann ich sowieso nicht gehen. Ja, was ich hier machen kann, ist jetzt Light Dark banishen. Light Dark. Special CS. Prio. Gucken, ob er da eine Antwort drauf hat. Nein, offensichtlich nicht. Dann mit der Tomate angreifen, Rageki Break setzen. Ich glaube, das könnte mein Game sein tatsächlich. Set Rageki Break. Pass. Okay, gucken wir mal. Das sieht aus, als könnte ich immer das zweite Match heute gewinnen, aber ich will den Tag nicht vom Abend glauben. Er hat auch Light Dark, glaube ich, er hat erstmal den Storm. Das ist kein gutes Zeichen, hat er wahrscheinlich BLS dahinter. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ah, Sing Zhen Hu hat er Face Down. Finde ich interessant, das gegen Chaos zu boarden, hätte ich gesagt. Also interessant meine ich nicht gut. Keine gute Seite der Karte. Okay, er setzt einfach nur ein Monster und gibt ab. Was kann das sein? Das ist eine Warrior Lady potenziell. Warrior Lady hat 1-6 Death, ne? Verdammt. Das heißt, ich habe hier nicht. Doch, ich habe hier Game. Davon ausgeht, dass es eine Warrior Lady ist, was ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte. Hätte ich dann jetzt hier Game? Tag? Ist es die Warrior Lady? Es ist die Warrior Lady! Yes! Okay. Belohnt für den Play. Ja, das war echt ein gutes Game. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja, tolles Game. Props noch mein Gegner, da kommt der Sasuke. Ich quatsche jetzt hier aber nicht länger mit meinem Gegner, was ich vielleicht gemacht hätte, wenn ich nicht auf der Aufnahme wäre. Aber wir gehen weiter in Game, in Match 3. Ich stehe jetzt 6 zu 5. 6 zu 5 stehen wir jetzt mit Chaos Gold. Das wird auf jeden Fall das schlechteste Deck der bisherigen 3 sein, aber trotzdem kann ich ja noch versuchen, eine möglichst gute Bilanz damit rauszuholen. Das war ein echt gutes Game gerade gegen Warrior. Ich habe ziemlich gelackt, muss ich sagen. Also, wie gesagt, das Matchup gegen Warrior ist richtig schlecht. Und ich hatte einen unfassbar guten Start in Game 1, in Match 1. Und einen soliden Start in Match 2. In Game 2, Game 3, Gott, ich kann nicht mehr reden. Game 2 hätte ich auch gewinnen müssen, hätte ich mich getraut, mit dem Kinetic anzugreifen. Habe ich aber nicht, da war ich zu feige. Ich habe denselben Fehler aber nicht normal gemacht in Game 2, weil er hat wirklich, also er hat die Art von Warrior gespielt, die ich nicht so mag. Viel Hand Control, Judgment, viele Karten, die eben nicht in dieser Beatdown-Situation gut sind. Und das hat ihm am Ende dann den Sieg gekostet. Hätte ihm auch in Game 2 schon das Match gekostet, wenn ich früh genug geschaltet hätte. Aber gut. Wir gehen ins letzte Match für heute gegen Mr. Team 13233. Interessanter Name. Rating gucke ich mir gleich an. Erstmal Good Luck, have fun wünschen. 270 Rating. Letztes Match für heute. 48 Kartendeck. Das ist schon mal spannend. Das ist im Gold eher ungewöhnlich. Ist das ein Reasoning Gate UTK-Krams? Oder was sehen wir hier jetzt? Wir sehen ein Monster und zwei Facedowns und sehr schöne Effektwählerhöhlen. Die sind echt schick. Okay, ich grace hier direkt. Ich habe schon eine Karte, mit der ich da Plus machen kann. Und ja, alles klar, Grace geht durch. Eins, zwei, drei. Ich kann sogar zwei Night of Silence abwerfen. Die können sich gegenseitig targeten, ne? Auch nicht schlecht, das ist Target Each. Also, das ist auf jeden Fall ein guter Start. Den nehme ich. Sollte so funktionieren, ich wüsste nicht, warum nicht. Ja, guter Start. Holy shit. Möchte ich hier jetzt überhaupt potten, ist die Frage, weil ich zu viele Handkarten habe. Das kann ich sowieso was abwerfen.
glaube, es ist so ein Pottich jetzt tatsächlich. Fette Spy und Rageki Break, dann bin ich jetzt auf 6 Karten und gebe ab. Ja, Grace into Two Nights Silent kann man machen, würde ich behaupten. Hab immer noch keine Ahnung, was mein Gegner spielt. Immer noch sehr, sehr offen. Ich bin mal gespannt, was das wird. Gegner dustet jetzt. Das ist schon mal ziemlich bad von ihm. Auf jeden Fall. Rageki break ich sein Monster, seine Face Down. Was ist mir gefährlicher? Ich nehme mal die Face Down tatsächlich. Ja, ist natürlich super schlecht von ihm, dass er nicht in der Endphase Rageki break, weil ich dustet, weil ich jetzt unchainen kann. Es ist ein Mythician of Faith. Off Book, okay. Hätte ich doch den, ja, wäre ziemlich aufs Gleiche hinausgekommen tatsächlich. Okay, er hat Book. Hat aber kein sinnvolles Ziel für den Magician. Das könnte ein ganz normales Chaos, ganz normales Gold Control sein. Aber 48 Karten sind da total irritierend gerade. Bin ich ganz ehrlich. Weiß nicht, was das soll. Okay, wir kennen Book of Moon auf der Hand. Paschard? Paschard. Okay. Spy ist dann ein guter Set gewesen. Er hat keinen Nobleman, perfekt. Spy Flip. Spy Effekt. Specialen wir noch einen Spy. Ihr kriegt 100 Damage. Wir wissen, dass er einen Book hat. Das ist aber an sich jetzt nicht so schlimm. Das wird er jetzt, denke ich, setzen. Yep. Okay, und wir sind in einer tollen Position. Breaker. Breaker ist eine tolle Karte. Jetzt spotte ich hier. Gucken wir mal, was wir ziehen. Wir ziehen den BLS und den Donnerdrachen. Holy shit. Das sind gute Top-Decks. Das sind sehr, sehr, sehr gute Top-Decks. Donnerdrache abgeworfen. Donnerdrache 1. Donnerdrache 2. Okay. Ich habe leider Dark Grave. Ich könnte jetzt hier den BLS. Ja, ich gehe jetzt hier aggro. Auf jeden Fall. Breaker. Normal. Schieße das Face und es müsste ein Book sein. Das sollte das Book sein. Das ist das Book. Er bookt den Breaker. Das ist total fein. Und ich gehe jetzt hier. Und ich ganz ehrlich, ich gehe jetzt hier auch BLS. Es ist super, super aggressiv. Man könnte jetzt auch sagen, zu aggressiv. Aber ja, das ist auf jeden Fall Damage, den ich. Es ist einfach, es ist viel, viel mehr Damage, als wenn ich den CS beschwören würde. Und das setzt ihn wirklich massiv unter Druck und das nehme ich wirklich. Ja, kriegt 1-1. Fast vergessen, mit dem BLS nochmal anzugreifen. 3000, 1-2 und 1-2. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt wirklich den Pressure mit dem BLS. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Scheint ein klassisches Gold Control zu sein. Aus irgendwelchen Gründen mit 48 Karten. Wird sich mein Gegner schon was bei gedacht haben? Ob der Gedanke jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil, ja, also meiner Meinung nach muss man einen sehr guten Grund haben, nicht 40 Karten zu spielen. Vor allem 48 ist einfach eine Menge. Aber gucken wir mal. Sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick wie ein klassisches Gold Control aus. Kann er was gegen das Feld machen? Nein, kann er nicht. Game 1, das ging schnell. Okay, er hat kein Sideboard oder er möchte nicht boarden. Auf jeden Fall klickt er sofort weiter. Ich nehme die Dust raus, weil ich hier nicht first agiere und nehme mich Force in MST rein. Ansonsten fühle ich mich recht confident. Okay, letztes Game für diese Folge. Gucken wir mal, ob wir diese Folge wieder 2-1 beenden können. Das wäre dann die dritte Episode in Folge, die wir 2-1 spielen würden. Aber wir wollen den Tag nicht von dem Abend loben. Match ist noch lang. Er aktiviert Grace. Jetzt sehen wir vielleicht ein bisschen mehr von seiner Griff Serpent ab. Das ist gut für ihn. Guter Start. Und ein Knock. Okay. Set ein Face Down. Ich denke ein Monster. Ja, das ist vermutlich der Magician of Faith. Ich habe hier wieder Grace Start und er Dust shottet mich. Okay, guter Start für ihn. Must be nice, Grace und Dust Shot zu openen im 48-Karten-Deck. Ja. Was nimmt man hier? Gute Frage. Er nimmt den Chaos Sorcerer. Er schreibt sich meine Hand nicht auf. Vielleicht macht er das auch jetzt erst. Okay, er nimmt den Chaos Sorcerer. Die Karte war noch tot. Okay, kommt noch irgendwas von ihm oder darf ich fortfahren? Ich glaube, ich darf fortfahren. Dann tue ich das mit einer Grace. Full Charity. Eins, zwei, ich ziehe den Chaos Sorcerer direkt wieder nach. Ich habe geschaffelt, ne? Aber ich sollte geschaffelt haben. Ja, ich habe geschaffelt. Okay, was werfen wir hier ab? Ein Dark Monster auf jeden Fall. Frage ist, welches? Ah, er hat die Magician of Faith Face Down, er kann sich gleich den Knock holen, das ist ein bisschen ärgerlich. Trenne ich hier von der Dekuichi. Werfe ich die Tomate auch ab? Nee, ich werfe hier den Kaiko ab. Okay.
Ich versuche, den Magician of Faith zu setzen. Ich vermute, dass das nicht viel Erfolg haben wird. Weil er könnte jetzt seinen Magician flippen, Knock holen und dann einfach knocken. Vielleicht hat er auch noch einen Knock auf der Hand, wenn er einen abwirft. Aber ich muss es versuchen, ja. Ich hatte das Gefühl, ich muss es versuchen. Vielleicht hätte ich auch einfach etwas anderes setzen sollen. Aber ich habe halt das Gefühl, ich bin ziemlich far behind und das Deck spielt nur zwei Moves. Ich hatte das Gefühl, ich bin ziemlich far behind. Wie viele? Nur ein, ja, hat auf jeden Fall ein Moveset. Ich denke, das Game gewinnt er. Er hat einen zu guten Start. Ich glaube nicht, dass ich da rauskomme. Ja. Da ist der Magician failed. Das war klar. Er holt sich jetzt Grace. Ja, das ist nicht gut für mich gerade. Das ist gar nicht gut. Must be nice, Grace, Dust Shoot und Doppelknock und Magician zu openen bei einem 48-Karten-Deck. Mann! Ah, das ist schön. Monstergate. Okay, ist das doch kein normales Gold? What the hell? Monstergate mit Flipmonstern? Okay. Was kommt da jetzt? Burial, Mind Control, Ring, Mirror Force, TT, Tribe. Okay. Ist das einfach ein Gold Control mit getächtem Monstergate? Oder was ist das jetzt hier? Grace. Okay. Naja, gerade bin ich einfach nur neugierig, gegen was ich eigentlich spiele. Mir fehlt das Light im Grave, das ist ärgerlich. Wirft noch einen Dust Shot ab. Er ist relativ tot gerade. Und einen Brain Control. Das ist ein komisches Deck. Hat er Light Dark? Nein. Aber er hat seine Serpent vergessen. Er hat seine Serpent vergessen. Das ist huge. Die hätte er gratis abwerfen können für Grace. Okay, das ist gut für mich. Nomesangan, ja, macht damit guten Druck, gefällt mir nicht so, bin ich ganz ehrlich. 1016. Ah. Okay, ich topdecke den Donnerdrachen. Der ist cool gerade. Der ist wirklich cool gerade. Ich ganz ehrlich. Ja, Donnerdrache. Donnerdrache Topdeck war gut zu mir heute, muss ich echt sagen. Also, der kam in den richtigen Momenten. Der kam wirklich in den richtigen Momenten. Okay. Dann holen wir jetzt hier den CS raus. Banish nochmal den Kaiku. Ich habe immer noch Knight of Silence. Banish den Chaos Sorcerer in Attack. Und dann prion wir auf den Tribe. Ja, das geht durch. Dann normal beschwöre ich hier eine. Ne, ich kann die Tomate auch setzen tatsächlich. Ich defere die Tomate 1-1. Okay, jetzt setze ich die Tomate hier noch. Und gebe ab. Er hat ja beide Nocks verbraten. Okay, auf einmal ist mein Spot wieder richtig gut. Okay, er denkt an die Serpent. Ja, auf einmal ist mein Spot wieder voll in Ordnung. Weil auch gerade MST, was MST hier? Ah, leider das Book. Hätte es lieber gehabt, wenn er die Rageki Break getroffen hätte, hätte ich mich chainen können. Andererseits habe ich das Rageki Break jetzt auch noch. Gegen was potenziell Gutes von ihm. Also ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass er hier das Book trifft. Kann er den CS outen? Er hat Tsukuyomi. Das ist erstmal kein. Er kann den Sangam setten, okay. Das bringt ihm jetzt was? Gut, es bringt ihm, dass ich den Sangam nicht banishen kann. Okay, das sehe ich tatsächlich. Und er läuft in die Tomate. Das ist auch in Ordnung. Die bleibt einfach liegen. Dann renne ich eben über den Sangam. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. So unfassbar tolle Searches hat er jetzt auch nicht. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ja, ich poppe seine Face Down, falls das eine Mirror Force ist. Mirror Force ist nicht mehr drin. Mirror Force ist nicht mehr drin. Nee, dann mache ich das nicht. Dann drehe ich die Tomate hier in Angriff und greife einfach an. Sangan, er kriegt jetzt den Search, ja. Aber wie gesagt, so dramatisch ist das jetzt gar nicht. Ich habe doppelter Rageki Break. Also wenn er jetzt noch ein Magician of Faith holt. Nee, kann er gar nicht mehr, weil ich den gebanished habe. Ja, so geile Targets hat er gar nicht. Also so unfassbar gut war die Tsukuyomi jetzt gar nicht. Die Rally. Okay. Einfach mit dem CS an. Und er bookt den CS. Das ist plus eins für mich. Okay. Also man sieht, er hatte einen unfassbar guten Start. Aber er macht gerade jeden Turn quasi Minus und ich komme wieder unfassbar gut rein. Also der Donnerer Top Deck war wichtig. Das auf jeden Fall. Aber er spielt auch nicht gut. Das muss man auch ganz klar sagen. Er spielt wirklich auch nicht gut. So, ich habe hier Rageki Break für die Warrior Lady. Also das Book war total überflüssig gerade von ihm zum Beispiel. Das war einfach nur zwei, drei, er ist voll. Die zwei, drei Damage musst du nehmen in dem Moment. Ja, und auf einmal bin ich in einem Bombenspot. Holy shit. Was ist dieser Spot gut? 2, 3, 1, 4. Das ist richtig, richtig gut.
Jetzt kann ich hier noch einen Regeki Break setzen. Behalte meinen Ring noch auf der Hand. Den kann ich potenziell gamen. Und jetzt muss er auch erstmal was machen. Also er kriegt seinen Friedhof. Ja, Light Dark ist drin. Hat ein Chaos Monster getoppt. Wahrscheinlich. Ist nicht das Ende der Welt. Ist ärgerlich, aber nicht Ende der Welt. Gucken wir mal. Enorme Tsukuyomi. Ja, das habe ich kein Problem mit. Was spuckt er jetzt denn? Chaos Sorcerer. Okay. Was bringt dir das jetzt, frage ich mich. Deine beiden Nox sind raus. Ja, jetzt kommt das Chaos Monster. Warum war vorher Tsukuyomi beschwören? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. BLS. Okay. Okay, er nutzt seine Prio nicht mal. Oh Gott. Ja, Gegner spielt wirklich nicht gut. Gegner spielt wirklich nicht gut. Nutzt hier seine Prio nicht, rennt einfach mit dem BLS in das zweite Regeki Break rein. Und jetzt habe ich hier schon. Ja, er quittet. Alles klar. 2-1 die Folge beendet. Ja, nach dem sehr ärgerlichen Match 1 gegen das Reasoning Gate haben wir dann hier jetzt doch zwei gute Siege noch geholt. Einmal gegen ein sehr, sehr gutes Match gegen einen echt netten und meiner Meinung nach kompetenten Warrior-Spieler. Und dann jetzt ein Game gegen einen keinen guten Spieler. Aber was ich jetzt gut fand an dem letzten Match war, dass man gesehen hat, er hatte einen unfassbar guten Start. Ich meine, Grace, Magician of Faith, Knock auf meinen Magician of Faith. Normalerweise denkt man, okay, ne, ist halt Gold-Start, kannst du nichts machen. Aber auch im Gold kannst du von sowas zurückkommen, wenn du einfach mit deinen Ressourcen besser umgehst. Mein Gegner ist mit seinen Ressourcen richtig, richtig schlecht umgegangen. Und ich habe dann ganz gut nachgezogen, sodass ich dann ins Spiel gekommen bin und auf einmal war das mein Game. So schnell kann es gehen. Also ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wir stehen jetzt 7-5 mit dem Chaos Goat. Das ist nicht so dramatisch. Also wir können immer noch 10-5 gehen, theoretisch. Wir können aber auch immer noch 7-8 gehen. Eine Folge fehlt noch. Drei Matches haben wir noch. Ich bin sehr gespannt, wie die ausgehen werden. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Aufnahme beenden.